Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Game hier auf meinem Kanal. Dieses Mal könnt ihr schon sehen, ich spiele nicht auf meinem Main Account, sondern auf meinem Smurfs Deception. Das hat einen kleinen, feinen Grund, und zwar, ich krieg auf meinem Main Account einfach keine Spiele mehr hin. Jetzt nicht von dem, ja, wie soll ich sagen, qualitativen Gameplays her, sondern wirklich, ich bekomme einfach keine Gameplays mehr. Ich muss 20 Minuten in der Queue warten, dass ich mal dass ich wirklich mal ins Game reinkomme. Und das sehe ich nicht ein, Leute. Einfach nein. Wie auch immer, bevor ich hier überhaupt noch weiter rede, erstmal wird natürlich die Elo vom Gegnerteam sowie von meinem Team angezeigt. Der Account Deception ist noch unranked in dieser Season, deswegen steht bei mir jetzt einfach mal unranked da. Denke ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht garantiert nicht mein Platin 2 dahin schreiben. Das wäre nicht gerechtfertigt auf diesem Account. Gut, auf jeden Fall das letzte Spiel, wenn ihr es euch angeschaut habt, das war auf jeden Fall sehr interessant. Oder gesagt, das Gameplay, wenn ihr es euch angeschaut habt, da wirklich äußerst interessant. Auch vom Trollmäßigen her wirklich enorm amüsant. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gut, ich hoffe es einfach mal, dass dieses Gameplay halbwegs vernünftig wird. Oh, die haben Master Yi im Jungle. Das wird ein. Was zur Hölle? Holy shit, Sona. Leute. Teilweise frage ich mich echt, was ich für eine MMR auf meinem Account habe. Was habe ich für eine MMR auf diesen Accounts? Der ist unranked. Den spiele ich so gut wie nie, diesen Account. Fast nie. Außer vielleicht wirklich, um Ranked zu spielen, aber sonst. 9-1 Promos. Ah, nice. Okay. Da habe ich sogar noch was voreingestellt gehabt. Monk in der Jungle. Interessant. Monk in der Jungle. Ich fange mal Blue Buff an, weil es Bottom Side ist. Ja, wir sind Purple Side, deswegen fange ich beim Blue Buff an, weil ich Top ganken möchte. Die haben Master Yi Jungle. So only play like one or two ranks a month. Ja, okay. Gut, verstehe es. Was kann ich noch sagen? Es ist 3 Uhr morgens. Ja, Leute, es ist 3 Uhr morgens. Es ist fucking 3 Uhr morgens. Ach, langsam wird's aber richtig gut hier. Ja, interessant, was gerade mal im Chat abläuft. Hast du jetzt eins gefunden? Jop. Finally. Endlich geschafft. Okay. Da war schon mal der Heal weg. Master yourself, master the enemy. Ja. Denke ich mal. Gut, die Ward werde ich jetzt mal nicht placen, weil ich Lee Sin bin. Ich habe meinen Lee Sin Skin nicht ausgewählt. Also das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Ich habe den Akolyt-Distance-Skin hier auf dem Account und ja, anscheinend habe ich nicht ausgewählt. Na gut, dann eben nicht. Dann mal eben ein Gameplay ohne Skin, wie es normalerweise bei Zed ist. Da war Lee Sin einfach ganz klar mit Q starten am Anfang. Alles andere wäre Verschwendung, nach meiner Meinung. Früher hat man immer mit E gestartet, aber mittlerweile ist der E einfach nur kompletter Schrott. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gut, jetzt können wir eigentlich sogar direkt zu unserem Red Buff gehen, aber dann erreiche ich nicht Level 3. Deswegen machen wir schon auch hier. Und natürlich immer warten, bis eure Passiv ausgelaufen ist, sonst habt ihr natürlich einen kleinen Nachteil. Oh, es hat nicht gereicht. Interessant. Gut. Dann eben nicht. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass uns Master Yi nicht Counter-Jungle geht. Das wäre nämlich sehr ekelerregend. Äußerst ekelerregend, wie man das so sagen kann. Obwohl natürlich die Sin ist ziemlich stark im Early Game. Ich weiß nicht, ob man uns fighten könnte in der Theorie. Muss mal schauen, ob hier jetzt drinnen steht. Nein.
Come on, come on, come on. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall seinen Flash mal raus. Dann gehe ich auch mal weiter jungeln. Ansonsten verliere ich zu viel XP. Mein Smite ist auch wieder ab. Und ich denke mal nicht... For real? Der hat es aber nicht ehrlich gesagt meine... Ich dachte gerade schon, hä, lol. Ich dachte gerade wirklich, was macht jetzt die Niederleder-Top? Ich gehe nochmal Top-Lane ganken wahrscheinlich. Ja, ich gehe nochmal Top-Lane ganken. Ich habe noch meine Ward. Ich will mal wissen. Okay. Gut, dann nicht. Ich dachte, der wäre noch da, aber ich habe mich anscheinend getäuscht. Daneben nicht. Daneben kein First Blood. In dieser frühen Phase für mich. Ah, schade. Gut, dann machen wir mal Ride, dann Wölfe und dann wahrscheinlich noch den großen Ride. Boah, meine Reaktionszeit lässt auch gerade so wünschen übrig. Ganz schlimm. Lol, hat nicht gereicht. Interessant. Jetzt können wir eigentlich Bottom Jungle, Bottom Ganken gehen. Lass ich mal stehen erstmal. Ist die Frage, ob. Ja, da ist auf jeden Fall. Leute, 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 Leute. Gut, wieder ein Flash raus. Ja, okay, das kannst du vergessen. Also das ist nicht mehr wirklich empfehlenswert. Was ich da jetzt wirklich versucht habe, versuchen wollte. Es wird wahrscheinlich eher in meinem Tod enden. Oder eher gesagt in der Botlane. Also der Tod der Botlane, von meiner Botlane. Aber ich habe schon zwei Flashes rausgejagt. Oh, jetzt habe ich meinen Q verfehlt. Naja, ist nicht so schlimm, nicht so tragisch, aber trotzdem. Vielleicht sollte ich auch wirklich eher Counter-Jungle gehen. Gegen Monster hier relativ effektiv. Aber, mein Buff spawnt auch gleich nach. Den kann ich noch smiten. Dann ist mein Smite auch da ab. Ich gehe nochmal back und kaufe mir Boots. Ansonsten bin ich ziemlich unmobil. Oder jedenfalls ohne Wards. Habe ich mir jetzt wirklich einen Moment. So, 5 Heal Pots und eine Ward. Jetzt gehe ich nochmal zum Blue Buff, mach den schnell. Dann müsste ich auch bald Level 6 erreichen. Ich denke mal noch das hier. Und dann noch den Rye, den Ghost machen. Und dann war es das auch wieder. Dann habe ich Level 6 erreicht. Dann kann ich auch relativ gut ganken gehen. Habe ich mir auch nicht den Timer aufgeschrieben, Idiot. Das war natürlich nicht so intelligent von mir. Naja, was soll's. Es ist ziemlich spät, ich darf mir das mal leisten. Gut, jetzt mache ich noch den hier, dann habe ich Level 6 erreicht. Wie sieht die Bottom aus? Relativ gut noch. Ja, der Ride macht relativ viel Schaden, dafür aber nervt Level 6 eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt komme ich nochmal Bottom. Gut, First Blood geschafft. Endlich. Oder auch mal Zeit.
Da noch eine Ward. Na gut, das war es. Greedy. Ihr sollt back da. Na toll. Das war unglaublich rough. Für die Gegner. Gute Reaktionszeit vom Twisted Feld. Das hier ist gut. Naja, das war jetzt aber auch nicht wirklich schwer von ihm. It's not bad too. Na dann. Vielleicht hat es der gegnerische Master hier meinen Red Buff gemacht. Das könnte durchaus sein. Hat er aber nicht. Interessant. Wundert mich eigentlich ein bisschen. Ja, das kann ich auch euch empfehlen, einfach mal den Doppelwehr zu aktivieren, um noch den Spellram zu kriegen für euer Smite. Aber das weiß, glaube ich, fast jeder Lissin-Spieler. Sollte jeder Lissin-Spieler wissen. Good job. Good job. Good job, good job, good job. Kann ich mir jetzt schon mal ein Item leisten? Ja. Quiet steps. Gut, es sieht eigentlich relativ gut aus. Der Master hier ist nur am Farben. Ist relativ gut für mich. Ich habe keine Ahnung, was die Gegner von der Elo haben. Der Garen scheint nicht allzu hoch zu sein, jedenfalls. Sein Positioning ist jedenfalls nicht wirklich gut gewesen. Besonders er hatte keine Ward im. Und im Busch. Im Busch. Von daher. War ziemlich schlecht, dass er ein Geld statt. Nicht gesehen. Easy Kill. Nur ich wusste nicht, ob er es unbedingt seinen Flash noch ab hat oder nicht. Da war ich mir ein bisschen unsicher, aber es hat geklappt, so wie ich es wollte. So, ich glaube, ich gehe nochmal Bottom. Zeit. Ich denke mal, von hinten werde ich am besten ganken können. Vielleicht treffe ich auch mal den Master Yi, der sollte eigentlich jetzt nicht mich fighten können. Ich habe mein Ultimate ready. Ist da eine Ward drin, ist die Frage. Nein. Also jedenfalls keine sehbare. Master yourself. Hol dir, hol dir, hol dir. Good job. BP. Quiet steps. Good fucking job. Mein Blooper spawnt in einer Minute. Gut, dann kann ich noch Whites machen. Top Lane, sieht gut aus. Man muss immer die Kontrolle über die Lanes haben, sonst hat man das Game verloren. In einer Zeit. Ja, so hätte auch gut, Ward, denke ich mal. Eigentlich ist auch Lissin momentan nicht mehr wirklich in der Meta verankert. Ziemlich schwacher Jungler im Moment. Ziemlich stark genervt worden in letzter Zeit. So, die mache ich jetzt noch. Ich habe keine Ahnung, ob der. Was macht der Master Yi? Ich glaube, der ist wirklich. Ah, kam Jungler. Alles andere kann ich mir gerade nicht wirklich vorstellen. Ich habe jetzt noch keine Ultimate. Ich vielleicht kann ich ganken. Ich muss warten. Oh mein Gott. Ja. Also, ja, was. Jetzt komm. LOL, die ist wirklich noch durchgegangen. Hätte ich nicht gedacht. Dieser Flash von mir war natürlich auch nicht wirklich berauschend, aber kann man nichts machen. Hat der TF gut gespielt. Triple Kill für ihn, glaube ich, sogar, oder? Nee. Ja, gut. Master Yi Mitte, Master Yi Level 9, Master Yi nur am Farm. 71 Farm, ja, klar.
Ist noch am Farmen, Dauerfarmen. Er braucht nicht wirklich einzugreifen. Oder auch. Doch, er sollte langsam eingreifen. Master Yi, vielleicht bekämpft er mich ja. Vielleicht ist er so ein Trottel. Ist er nicht, anscheinend. Gut. Dann nicht. Aber der Yasuo hat jetzt auch Feed. Das ist schon mal richtig gut für uns. Red Buff spawnt in einer Minute. Ich kann eigentlich den Gegner schon mal abgrasen, eventuell. Good job. BP. Das ist anscheinend die Top-Lane läuft jetzt. Die hat ja jetzt hat sie mittlerweile 2 Kills, glaube ich. Ja. Ich könnte jetzt eigentlich auch mal schauen, ob. Ist er da? Nein. War irgendwie klar. Gut, dann gehe ich mal zu meinem Red Buff. Und dann gehe ich mal wahrscheinlich entweder Bottom ganken oder Mitte. Ja, Mitte sieht momentan ein bisschen schlechter aus, also vom Ganken her, weil der Tower gefallen ist. Da müsste ich schon ein bisschen mehr riskieren. Aber ihr seht schon, das Jungling mit Easton ist relativ einfach gehalten. Oder Jungler, nach meiner Meinung. Bottom wird gedived anscheinend, aber ja, sie sind tot wahrscheinlich. Kannst du mir jedenfalls gut vorstellen. Den sollte ich jetzt nicht mehr fighten. Gut, ein CS verpasst. 2 CS verpasst. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck me. Den Tower bekommen wir. Gut, okay, bekommen. Das war ein bisschen übertrieben zwar mit der Ultimate, aber ich wollte ihn unbedingt haben. War vertretbar. Wer hat den Drake gemacht, ist die Frage. Wahrscheinlich schon Master Yi, oh mein Gott, oder? Lol, ich denke mal schon, dass Master Yi ein Solo gemacht hat. Damit habe ich eigentlich nicht wirklich gerechnet, aber was soll's. Ich werde mal ein bisschen offensiver bilden, um ein bisschen mehr Inhalt zu bekommen, ein bisschen mehr Fun-Faktor. Ja, War Jungle. Okay, Vayne ist gestorben. Vayne sollte sich ein bisschen zurückhalten. Jetzt hat eigentlich der. Das Feld keine Chance mehr gegen Yasuo. Na gut. Bottom ist gefallen. War irgendwie klar. Wir könnten eigentlich. Kommt, kommt, meine Freunde. Drake for free für mich, weil ja, wenn man halt dauernd oben auf der Toplane gammelt, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn dann der Drake weg ist. So wie es er macht. Auch wenn er es das gleiche Level wie ich ist, aber trotzdem, das Team ist da momentan relativ useless. Besonders Yasuo gegen Master Yi. Das wird auch interessant. Garen ist geragequittet, denke ich mal. Gut, dann wird es sowieso ein relativ kurzes Game werden. Schade eigentlich. War interessant. Also vom Anfang an her. Ja. Moment, ich verkaufe noch schon mal Trinket. Genau. On my way, Bot.
Naja, die Sona spielt, glaube ich, da auch noch alleine. Wirklich sehr tragisch. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, so. Ja, so gut. Ja, was willst du? Fight with me. Gott. Oh mein Gott, das war Fail. Ah, fuck. Er hat die richtige Karte gezogen. Oder? Keine Ahnung. Fuck. Was soll's. War schlecht von mir gespielt. Passiert. Ich hätte da nicht unbedingt nachgehen sollen, aber ich war irgendwie greedy. Ja. Anscheinend hat versucht. Der Master, ich hab wirklich versucht, unseren Yasuo zu fighten. Ist nicht sehr intelligent. Ja, gut. Man sieht momentan, es war schon wieder mit der Botlane wieder so eine Sache. Einfach nur Tele, ja, Twisted Fate hat einfach eine wahnsinnige Pressure auf der Botlane und es war gut geportet von ihm. War auch vielleicht mein Fehler, die Leute da rein zu baiten, aber was soll's. Ja, so macht, denke ich mal, das Game hier alleine. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Und er hat keine. Na gut, dann nicht. Dann hole ich mir meinen Redbuff ab. Keine Ahnung, da war gerade zu sehen. Normalerweise würde ich ja auch Kuba abgeben, aber da Yasuo ihn nicht wirklich braucht, ist das relativ. Moment, was ist das hier für eine? Genau so. Gut, dann eben so. Passt das? Eventuell ist auch der Blue Buff noch da. Das könnte durchaus sein. Nein. Ja, okay. Er hat uns bemerkt. Wirklich sehr schade. Gut, mein Kill. Den habe ich mir jetzt ein bisschen KS'd, muss ich ganz klar so sagen. Oh, Azrael hat einen Kill. Das ist natürlich extremer Damage. Wow. Gut, dann gehe ich mal lieber nicht weiter nach. Ja, ist besser so gewesen. Nicht, dass ich dann nochmal sterbe. Für nichts. Ja, ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich kaufe mir noch ein bisschen Tankiness ein. Weil ich werde ja so schnell gebürstet. Wow, so nah Bottom. Bottom. Bottom Push. Okay, das war interessant. Oh mein Gott, die ist tot. Genau. Auch das war ein interessanter Flash von mir, aber trotzdem. Was soll's, YOLO. YOLO Action hier. Man soll ja den Zuschauern auch etwas bieten können. Gut, die hat meine Geister gemacht, anscheinend. Interessant.
kann sie gut machen. Ich habe ja auch kein Jungle-Item, so wie Master hier. 6 hat er momentan. Dürften einiges jetzt sein. Ja, aber solange wir ein Yasuo-Team haben, der relativ gut gefeedet wird, ist es relativ egal. Da können sie machen, was sie wollen. Hydra würde ich eigentlich sogar nicht empfehlen. Aber da das ein relativ mäßiges Elo-Game ist, werde ich jetzt einfach hier mal bilden. Zu sehen sind wir ziemlich weit ahead. Daher kann mir es auch relativ egal sein. Anscheinend ist der erste AFK. Oh man. Gut, dann eben nicht. Gut, nochmal ein KS für mich. Und ja, einer ist anscheinend geragequittet. Und zwar der S-Well wahrscheinlich. Ja, der S-Well war es wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und nochmal wahrscheinlich. Ja, war ein relativ kurzes Game. Kurzer Spaß. Naja. Aber ich hoffe mal, ihr habt jetzt was von Lee Sin mitgenommen, was ich versucht habe zu erklären. Ich hoffe mal, ich habe es einigermaßen gut rübergebracht. Aber wie schon gesagt, es ist relativ spät, deswegen verlangt nicht zu viel von mir. Gut, das war's dann auch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis hier, Leute.